kann erforschen. Die neuen Folgen Schweizer Verbrechen im Visier. Ab Mittwoch 20.55 Uhr SRF 1. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Willkommen, meine lieben Leute daheim, meine Damen und Herren, zu meiner letzten Sendung. Also mindestens vor der Sommerpause. Willkommen zu einem Intermezzo, wo wir auf gut Glück machen. Ich probiere mindestens im Rhythmus zu bleiben, aber so gut wie meine Kolleginnen von der Majorette aus Zürich bin ich nicht. Aber wir werden sehen, was sie alles noch können. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Sendung auf gut Glück. Meine Damen, so eine elegante Damenflor hatte ich noch selten gehabt, zum Anfang einer Sendung. Und ich muss sagen, ich war schon leicht überfordert mit dem, das heisst Baton, wir sagen zu Bern Knebel. Wie geht ihr mit dem um? Was kann man jetzt alles machen? Ich habe gesehen, ihr habt redet, mir ist er schon beim ersten Versuch runtergetrunken. Also man kann ganz viel mit dem machen. Also, was wir machen, ist, wir schwingen mit dem. Also ja. Zum Beispiel so. Schon gut, hä? Ja. Ja. Und so. Okay. Und wie lange trainiert man, bis man das kann? Ja, es kommt immer so darauf an, wie... Wie begabt wie man das man ist. Will, ja. Bei mir ging es länger, mit anderen Worten. Ja. Wie lange seid ihr schon dabei bei den Majoretten? Ich bin mittlerweile schon 19 Jahre dabei. 19 Jahre? Ja. Da habt ihr mit 1-Jährigen angefangen? Mit 5-Jährigen habe ich okay. Angefangen. Ja. Und was hat dazu geführt, dass ihr das gewählt habt? Als Freizeitbeschäftigung sozusagen? Ja, mich hat die Mami dazu gebracht. Sie hat mich bei der Kollegin ins Training gebracht. Mir hat es gefallen und bin das nächste Training geht wieder besuchen und so bin ich jetzt... Und die Mami macht immer noch mit? Nein, meine Mami hat es nie gemacht, aber sie ist durch eine Kollegin draufgekommen. Gibt es so ältere Damen, die das machen, sozusagen Sunset Girls? Eher weniger. Ja. Also, sie denken dann halt meistens, ja, mit dem Alter muss ich nicht mehr auf die Bühne. Und, ja, das macht aber offensichtlich Spass, weil wir haben ja ganz junge Damen dabei. Wann hast du angefangen? Weiss nicht. Wie lange machst du es schon? 3 Jahre. 3 Jahre, eben, genau. Und du bist jetzt wie alt? 10. Was gefällt dir daran? So mit rassigen Uniformen umeinander laufen? Das so, einfach das Tanzen. Das Ganze zusammen sein mit deinen Kolleginnen? Ja. Wie lange gehst du jetzt Training pro Woche? 2-mal. 2-mal. Und was sagen die Kolleginnen von der Schule? Sie finden es cool, sie würden auch gerne kommen, aber sie haben schon einen anderen. Andere gehen schon ins Ballett und andere Art von Beschäftigungen, gell? Ja. Also, danke ganz herzlich für den Auftritt und ich kann jetzt eigentlich nur sagen, Majorette, am Marsch! Ja, meine Damen und Herren. Auf gut Glück haben wir heute sozusagen alles zusammengetrommelt, was wir gefunden haben. Wir haben von der ultimativen Wetterprognose über die aktuellen Möglichkeiten, Orchideen zu ziehen, einen Haufen ganz spannende Gäste. Zum Beispiel auch sozusagen die Urgestein vom Berner Rock. 40 Jahre sind sie zusammen. Als Span haben sie angefangen und so sind sie immer noch auf der Bühne. Sie haben über 200 Songs in ihrer ganzen Karriere geschrieben, wobei einer ganz berühmt ist worden und eigentlich fast jedes Kind kann singen, weil man ihn nämlich sogar in der Schule im Gesangsbüchli hat. Und der lautet so. Es geht und unser Publikum hat auch schon gerade spontan mitgesungen. Und da sind sie. Mindestens 50%
von der Spam. Herzlich willkommen, Stöffel Kohli und Schöre Müller. Euer Lied ist immer noch tief verankert. Hallo. Nehmt Platz. Spam, eine Band, wo ihr die Hälfte davon seid, zu viert. Lang. Zwei Brüderpaar. Die Brütsch und die Brütsch. Ist das etwas Positives oder bringt das zusätzliches Konfliktpotenzial? Das ist sowohl als auch. Für mich ist es sehr positiv, weil mein Brütsch ist ja noch dabei bei der Band. Ich weiß nicht genau, wie es beim Stöffel ist. Wie ist es bei dir, Stöffel? Also nicht mehr dabei ist, meinst du? Nein, aber die Chance, dass man mit dem Bruder zusammen während vielen Jahren Musik macht, ist das eher etwas, das einem beflügelt oder wo manchmal auch Probleme gibt? Ja, ich habe schon gesagt, es hat beide Seiten. Oder? Es war sicher eine gute Sache. Ich persönlich habe es Schampa cool gefunden, zweimal zwei Brüder. Wir waren übrigens 22 Jahre zusammen so in dieser Formation. Und es war eigentlich schon ein Schock, als er gegangen ist, muss ich sagen. 40 Jahre miteinander Musik machen, also 40 Jahre komponieren, zusammenleben, auf der Bühne stehen, heisst für mich 40 Jahre Lampen. Gut, 40 Jahre ist nicht richtig, es waren 41 Jahre. Und von diesen genau, 41 Jahren sind wir nur 10 Jahre zusammen gewohnt und das war gut. Aber die Lampen hat es immer ein bisschen gegeben. Hm? Mittlerweile sind wir darauf gekommen, solange es Lampen gibt, das erzeugt ja auch Energie. Lampen, Auseinandersetzungen gibt es ja vor allem, weil man seine eigene Meinung durchsetzen und dann irgendwie auf eine andere prallt. Und solange es einem noch wert ist, für etwas zu kämpfen, haben Lampen in diesem Sinn auch positive Aspekte, finde ich. Du hast gesagt, Stöffel, vor 10 Jahren habt ihr zusammen gelebt. Für mich war das so etwas wie ein soziales Experiment. Ihr seid in den 70er Jahren miteinander in eine Kommune gezogen und ein Bauernhaus gemietet im Emmental. Das schmeckt für mich extrem nach Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, sie hat vor allem ein bisschen etwas gehabt. Und von was am meisten? Rock'n'Roll. Manchmal haben wir es gemischt. Gemischt ist auch gut gewesen. Nein, wir haben wirklich Tag und Nacht Musik gemacht. Also Rock'n'Roll würde ich schon sagen, zum meisten gehabt. Und Sänger hat aber auch dazugehört. Hat auch dazugehört. Das war Zeitgeist gewesen, sozusagen. Ich frage mich einfach nur, wie kann man einen Bauer im Emmental überzeugen, wenn vier Typen mit strauben Haaren, einem struppigen Bart und lauter Musik sagen, wir möchten gerne ein Bauernhaus mieten? Ja, das ist einfach. Ist einfach? Ja. Ja. Ja, dass wir das Bauernhaus überhaupt gefunden haben 1972, hat damit zu tun, dass wir einen Kollegen getroffen haben auf der Münsterplattform. Und wir haben uns mit dem Gedanken gedreht, wir wollen endlich ausbrechen, auf das Land gehen, wohnen und nur noch Musik machen. Und dann hat er gesagt, oh, ich wüsste da etwas in der Hemmlismatt in Biglen. Und dann sind wir dorthin gegangen mit einem VW-Bus, so einem kleinen, wie man sich das aus dem Freak-Broder-Heftli hat kennt. Sind wir dort ausgestiegen und haben den Herr lernen kennen. Wir wissen nicht genau, warum das er uns gegeben hat. Auf jeden Fall ist er relativ schnell ist er eigentlich einverstanden gewesen. Man munkelt nachher im Nachhinein, dass er einen Wirtschaftsteil aufstellen wollte dort. In dieser Gemeinde. Und dann haben viele andere Bauern sich gewehrt und gesagt, das wollen wir nicht. Und, so. Und das hat irgendwie ein politisch intensives kleines Gerangen gegeben. Ich denke, denen zeige ich, jetzt hole ich Drucker von Bern. Genau. Und strafe sie damit. Genau. Hat es denn mit ihm Probleme gegeben? Mit dem Bauer? Nein, aber der hat das noch clever gemacht. Er hat uns von Jahr zu Jahr nur einen Vertrag offeriert, dass sie eben 10 Jahre wurden und jedes Mal, jedes Jahr, wenn wir wieder dort vorbei sind. Also der hätte sozusagen müssen zum Chef gehen, zum Vermieter, genau. Abhöckeln um einen grossen Tisch. Genau. Und der ist etwas serviert worden. Der ist ein Sinkarom-Kaffee mit genau 1,5 Löffel Pulver und Arni Hausmischung, Gürze auf dem Tisch gestanden. Wo schon so ein nach Sandsturm geschmeckt hat. Ja, einfach aus der Handlung. Die sogenannte Handlung. Und nachher sind die Themen, die angelegen sind, angesprochen worden. Zum Beispiel bei uns tut man am Morgen um 8 Uhr die Vorhänge
auf. Oder weißt du, die, die da so hinten. Und am Abend um 8 Uhr zu. Und das war für uns ein bisschen ein Problem. Weil ja, natürlich. Wir waren ein bisschen verschoben im Tagesrhythmus gegen die Bauern. Aber wir haben das gut gelöst. Wir haben einfach am Abend um 8 Uhr. Hat er zugemacht? Ja, genau. Und am Morgen hat er jemanden angestellt? Wow, am Abend um 8 Uhr haben wir sie zugetan. Und am Morgen um 3 Uhr, wenn wir ins Bett sind, haben wir sie wieder aufgetan. Ah ja, genau, weil dann hat ja niemand geschaut. Sie waren um 8 Uhr offen. Hat er denn noch andere Vorschriften gemacht? Ja, einfach wie die Kommunikation im Emmental so stattfindet. Da wird sehr lang geredet über viele Sachen, aber nicht über das, was sie eigentlich sagen. Also das kommt erst am Schluss. Ja, da ist der Bauer mal vorbeigekommen, hat ein Stündchen mit uns beläudert, was er im Militär hat gemacht und so. Und als er gegangen ist, hat er gesagt, übrigens, was ich noch wollte sagen, es wäre mir dir recht, wenn er nicht die Schulter in der Hostet. Eigentlich hätte er das sagen. Genau. Oder? Ja. Aber es hat immerhin eine Stunde nette Gespräche gegeben. Ja, ja. Und sonst hat es eigentlich weiter keine gröberen Auflagen gegeben. Weißt du noch? Granium. Granium? Ja, Granium. Die sind wichtig. Ja, ja, die hat man als Bauer vor den Fenstern. Genau. Und die hat keine gehabt. Nein. Aber nachher haben wir, das war kein Problem, wir haben die in der Gärtnerei gekommen. Und im ersten Jahr haben die top ausgesehen. Oder? Mhm. Und sie haben uns gefragt, wie machen die das mit diesen Granium? Die wollten das Rezept wissen. Im zweiten Jahr haben sie immer noch ausgesehen. Mhm. Und im dritten Jahr ändern nicht mehr. Ja. Gut, hat man im vierten Jahr haben wir sie nicht mehr gehabt. Und dann war das aber erledigt, weil wir den guten Willen ja gezeigt haben. Wenn man vier Typen zusammenlebt, zwei Brüderpaar, wie wir erfahren haben, hat es ja auch Gruppis. Gibt das? Damen, die gerne mit Musik zusammen sind. Aha. Das wird absolut überbewertet. Ist wahr? Ja, ja, ich finde, also spricht jetzt da einen gewissen Ärger aus deinen Worten? Ja, ein bisschen Missmut. Nein, jetzt Spass beiseite. Gruppe ist eigentlich nicht, haben wir nicht unbedingt viel gehabt. Ich kann mich nicht erinnern mehr. Aber wir hatten Freundinnen gehabt. Mhm. Und die waren uns natürlich sehr wichtig und sehr nützlich und hilfreich, weil sie sind auch über das Wochenende zu uns gekommen und dort mal wieder richtig etwas Warmes essen. Ja, wunderbar. Ja. Für das sind ja die Frauen da. Hat es dort zwischen ihnen auch Eifersuchtsdramen gegeben? Und das waren wir eigentlich super getrennt untereinander. Ja, ja. Die Lampen sind aber schon natürlich immer wieder auftaucht, oder? Wenn ich eure Geschichte ein bisschen anschaue. Ja, also das ist natürlich schon, wenn du kreativ tätig bist, auf so engem Raum und so enges Jahr, gibt es viele Möglichkeiten und der Bruder sowieso. Mhm. Aber dort ist es eben auch ein bisschen so, dass wenn du einen Bruder hast, der Krach hast mit ihm oder eine Auseinandersetzung, dann reicht es ja nicht, wenn du einfach zum Band ausgehst. Du bist immer noch der Bruder, oder? Also genau. So gesehen. Arrangiert man sich genau. Dann. Aber direkt natürlich zum grossen Entsetzen sozusagen von allen anderen Rockern, irgendwann mal Psychotherapeut zu euch geholt. Ist das noch interessant, sich das vorzustellen? Eine Rockband liegt bei ihrem Schrank auf dem Couch. Also, gelegen sind wir nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es von vielen von unseren Musikerkollegen eher ein bisschen komisch angeschaut ist worden. Es hat aber andere Seiten. Wir haben gewusst, wenn wir ein Kommunikationsproblem haben untereinander, wenn wir nicht mehr zusammenschnurren können, was machen wir? Wir wollen gerne ja können zusammenschnurren. Und wir haben auch gewusst, uns ist die Geschichte, das zusammen Musik machen, so wichtig, dass wir nicht einfach gesagt haben, komm, weg du mir in die Hände, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Sondern wir haben eben proaktiv gesagt, wir wollen das Problem lösen. Wir wollen ja schliesslich auch weiter zusammen arbeiten. Hat es der Psychiater bei euch ausgehalten? Einen nicht. Also, wir haben zweimal einen Versuch gemacht. Der erste ist 2 Jahre später gestorben, aber da sind wir unschuldig. Und der zweite. Der hat irgendwie fluchtartig das Terrain verlassen, weil plötzlich sind wir wieder schamper gut miteinander ausgekommen. Ja, aber der ist ja der Zweck erfüllt. Ja, genau. Lauensee können alle mitsingen, wir haben es heute Abend schon gespürt. Aber irgendwie, trotz all euren Lieder, trotz 40 Jahren, der ganz grosse Durchbruch ist nie passiert. Wieso? Ja, wir haben das nicht wollen. Wir haben alles gemacht dafür, ja, das ist jetzt dass wir nicht berühmt werden. Ah, gut. Hat immer gehofft, das können noch. Nein, ist da auch ein bisschen Frust damit verbunden?
Ja, ein Verlust. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir den grossen Erfolg eingefahren hätten. Aber vielleicht ist auch ein Grund, dass es uns noch gibt und dass wir auch heutzutage mit einem neuen Album im Start sind, zu dieser Zeit, oder, hat vielleicht auch mit dem zu tun gehabt. Weil wir nicht den ganz grossen Erfolg hatten, haben wir immer noch Möglichkeiten, noch anzustreben. Ja, jetzt, schön. Nach dieser Sendung auf jeden Fall. Ja, oder? Jetzt geht die Post ab. Wenn ich jetzt noch sage, eben wegen unserem neuen Album, dann müssen die das kaufen, die Leute das auch. Dann genau. Können wir die Hitparade und werden noch berühren. Richtig. Ja. Ey, und du bist schuld. Ja. Ja. Schön. Das hättest du aber schon lange früher mal machen können. Richtig. Ja. 30 Jahre Zeit gehabt. Ja. Oder so lange bist du am Fernsehen. Ich möchte eine letzte Frage. Ihr seid beide Väter. Du hast ja jetzt noch ein vierjähriger Sohn, aufs höheren Alter, ja. Oder? Ja. Was gibt man so als 60-jähriger Grossvater seinem Kind mit? Mit? Er gibt mir vor allem viel mit. Also ich finde es Rock'n'Roll wie verrückt, wenn man einen 4,5-jährigen Gio hat, der wirklich einen drauf hat. Der hält einen jetzt wirklich auf Trab. Dann gibt mir das mit. Noch mehr als Musik? Ja. Im Schön. Moment ist es, würde ich sagen, gerade ein bisschen ausgeglichen. Kommst du noch zum Schlafen? Nicht gut, nein. Ja, aber dann geht es eigentlich gut weiter in diesem Sinn. Ja. Und ich wünsche beiden und den nicht anwesenden anderen 50% von Spahn viel Erfolg. Danke, dass ihr da seid. Alles Gute. Merci. Merci. Danke, Dina. Ja, meine Damen und Herren, über meinen nächsten Gast könnte ich eigentlich eine ganze Sendung machen. Sein Leben ist so unglaublich. Er ist ein richtiger Abenteurer. Eigentlich von Haus auf Lehrer, hat auch Schule gegeben. Ist als Abenteurer in der ganzen Welt auf die unmöglichste Art und Weise umhergereist. Hat Filme gemacht an Orten, wo noch niemand war. Hat Höhlen erforscht und bei seiner Pensionierung sagt, ich gehe jetzt und lebe auf Haiti. Und dann ist das passiert, wo wir alle wissen, am 12. Januar 2010 ein furchtbares Erdbeben, eine grosse Katastrophe für die Insel. Hunderttausende sind gestorben, verletzt und ohne etwas jetzt noch am Weiterleben. Und er hat gesagt, ich bleibe dort, er hat alles verloren, aber er lebt noch und sagt, ich möchte etwas machen, was mir immer wichtig war. Für Strassenkinder eine Zukunft, Schulen bauen und für sie da sein. Herzlich willkommen, Otti Hegnauer. Otti, willkommen, schön, dass du da bist. Du hast gesagt, wir haben es alle noch in Erinnerung, der 12. Jänner 2010. Tag, wo Haiti verändert hat, ganz grundsätzlich. Wie hast du diesen Tag erlebt? Ja, ich bin verschrocken. Und, du bist bei dir daheim gewesen? Ich bin weg gewesen, zum Glück. Das war mein Glück gewesen. Das Auto hat eine neue Kupplung gebraucht. Und ich bin zum Haus aus. Und nachher 10 Tage von Russ übernachtet. Wie hast du das Erdbeben, also den Moment, wo die ganze Erde zittert hat, miterlebt? Furchtbar. Das kann man gar nicht schildern. Es ist ein neues Leben, das angefangen hat. Man hat einfach gemerkt, dass man noch lebt. Und man hat gewusst, dass es einen anderen Lebensstil braucht jetzt. Du hast gesehen, wie um dich herum alles an den Boden geht. Ja. Eine riesige Wolke, die plötzlich ist auftaucht. Eine riesige Wolke. Und viele Leute sind gar nicht mehr heimgekommen. Oder sind verletzt gewesen. Ich habe genau gewusst, dass wir aus dieser Katastrophe, die unvorstellbar ist, muss eine neue Chance machen muss. Man musste wieder bei Null anfangen. Das habe ich probiert. Du, ich muss noch schnell einen Moment in dieser Situation bleiben. Dein Haus
Existiert das noch? Nein, das ist, das habe ich nicht mehr gesehen. Wochenlang nicht mehr. Ich war gar nicht daheim, wo es passiert ist. Und das Haus ist verbröselt, leider. Und ein paar Leute sind gestorben, die dort gelebt haben, drumherum gelebt haben. Was ist dir selber noch geblieben? Ich bitte? Was ist dir selber noch geblieben? Gar nichts. Gar nichts. Ich selber habe noch gewartet, bis wir weg können. Wir haben etwa 10 Tage auf den Trümmern geschlafen und übernachtet. Und dann sind wir allmählich evakuiert worden. Zuerst auf die Botschaft und dann auf Port-au-Prince. Und dann auf Santo Domingo, weil der Flughafen schon gesperrt war. Sie konnten nur noch Militärflugzeuge landen und starten. Und in Santo Domingo sind alle Flüge besetzt, lang raus. Das ist also wochenlang gegangen. Und wie erlebt man denn die Zeit, wo man spürt, dass sie Hunderttausende von Menschen gestorben, ganz viele sind verletzt, dass man schmeckt es, man sieht es, man spürt es und man kann eigentlich nichts machen. Was geht ihm da durch den Kopf? Es ist nur noch man selber. Man denkt nur an sich selber, wie dass man da rauskommt, so gleich wie möglich. Und dann natürlich heimkommt, in eine normale Umgebung wiederkommt. Mm-hmm. Und dann ist es ziemlich rasch gegangen. Du bist heimgekommen und in der schönen Schweiz, ruhigen, wieder angekommen, aber bist gleich wieder zurückgegangen. Ja. Was hat dich zurückgetrieben nach Haiti, wo du eigentlich hättest können hierbleiben und von der AHV und deinem Pensionli leben? Mich hat es eigentlich getrieben, um wieder etwas Neues zu machen, etwas Neues anfangen. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben. Ich hatte vorher schon eine grosse Internetseite. Seit es Internet gibt, ich habe Aufnahmen aus der ganzen Schweiz gemacht. In allen Gemeinden war ich. Und das ist natürlich weitergegangen. Aber jetzt habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Etwas, was ich vorher immer gesagt habe, das mache ich dann im Himmel. Dort hat man mehr Zeit für das. Du hast Bücher geschrieben, was dir aber um dein Projekt gegangen ist. Straßenkind, wo wirklich unter diesen Umständen noch viel weniger Chancen hatten, eine Zukunft zu geben und eine Schule zu bauen. Ja, das stimmt aber nur teilweise. Das war ein Buch von 5. Ich habe schon 5 geschrieben. Mhm. Und die anderen haben zum Teil andere Geschichten als Thema, Tiergeschichten. Oder meine eigenen Geschichten, die früher passiert sind, autobiografische Sachen, die vor dem Erdbeben passiert sind. Es hat also da verschiedene Themen gegeben. Das Wichtige, und mit dem befasst du dich jetzt, wo wieder fest Fuß gefasst hast in Haiti, sind die Kinder. Jawohl, das ist das Zweite, was du ja schon gesagt hast, die Schule. Wir haben gesehen, dass es hier oben keine Schule gibt, gar nichts, aber ein Haufen Kinder, dass die auch lesen und schreiben lernen, aber niemand dafür sorgt. Und ich hatte spontan meine AHV, ich hatte ja nicht mehr zur Verfügung gestellt. Und habe gesehen, dass die Mütter hier eine Schule retten für ihre Kinder. Und wir haben die gemacht. Die Mütter und auch die Väter haben zum Teil mitgearbeitet. Und etwa ein Jahr lang haben die überhaupt keinen Lohn gehabt. Und ich habe in meinen Internetgeschichten, das Buch ist dann ein bisschen länger gegangen, das ist erst nachher entstanden, ist erst jetzt fertig geworden. Aber in meinen Internetgeschichten habe ich natürlich jetzt Leser gesucht, wo etwas spendet. Das hat das ganze Jahr durch gebraucht. Aber die Leute haben gesehen, dass da etwas passiert, dass etwas läuft. Und dann sind Spender gekommen. Wie viele Kinder sind denn jetzt bei dir in der Schule? Jetzt sind es 100.
Und jetzt werden gerade die Sommerferien anfangen. Nachher werden es 150 sein. Aber damals haben wir mit 40 angefangen. Mhm. In einem Schulhaus, das fast ausgesehen hat wie eine Höhle. Wo man gar nicht glaubt, dass das ein Schulhaus ist. Aber für die Kinder war es wichtig, sie wollten in die Schule gehen. Für sie war es auch eine Struktur in diesem chaotischen Umfeld. Und das konnte man dann schrittweise so realisieren. Jetzt kann man ja sagen, du bist 78 in der Zwischenzeit. Jetzt könntest du doch einfach ein bisschen hinterlernen und das Leben genießen. Was treibt dich an, immer wieder neue Projekte in Angriff zu nehmen? Ja, Entschuldigung, ich bin sogar 82. Okay, das ist eine falsche Information. Aber ich habe das Gefühl, dass in verschiedenen Landschaften, zum Beispiel auf dem Land oder in der Stadt, nur als Beispiel, ganz verschiedene Menschentypen leben. Und auf das kommt es viel eher an als auf die Hautfarbe. Und auf die Rassen und auf weiß nicht was. In dem Landstück bei mir oben, das ist 1000 Meter über der Hauptstadt, aber man kann sagen, das ist immer noch ländlich, habe ich es fertig gebracht mit dieser Schule. Nicht nur einen Haufen Freude und aufgestellte Leute herzubringen, die motiviert sind, die helfen. Es sind bald auch Lehrmittel verlegt von Heidi selber, die Bücher zur Verfügung gestellt haben, sondern die auch Freude haben am Leben und singen und tanzen den ganzen Tag. Also das war für dich persönlich auch eine Art wie ein Lebensherr? Das ist der Aufsteller, ja. Mhm. Jetzt ist man in diesem Alter, du hast mich korrigiert, 82, kann man wirklich mit Recht sagen, es ist die letzte Lebensphase. Was beschäftigt einem selber auch, mit der Tatsache konfrontiert zu sein, dass der Tod irgendwann mal der Haustür steht? Ja, das ist so. Das ist für mich nicht mehr als wird nicht mehr sein als ein neues Abenteuer. Das letzte grosse Abenteuer. Nachher kennt man wenigstens das Wort. Und mein Problem ist, dass die Schule weitergeht, dass sie nachhaltig ist und dass auch die gute Stimmung, die jetzt herrscht in diesem Quartier, bleibt. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Da sind gerade in den letzten Tagen wieder neue grosse Stiftungen dazugekommen, die ermöglichen, dass die Geschenke, die Schweizer Fabriken, Schulmittelfabriken, Garandasch und. Entschuldigung. Wir sind ja am Fernsehen. Das ist schön, wenn jemand grosszügig ist. Nein, das ist ganz aber, wichtig. Da hat es ganz tolle Sachen in diesen Containern. Und jetzt ist sogar das Geld beieinander, dass man diese Container schicken kann. Da kostet jeder etwa 10'000 Franken. Das kannst du jetzt mit deiner AHV nicht zahlen? Das würde ich nicht ganz lange, nein. Aber dank dem, dass wir gute Leute gefunden haben, im Moment sind es nur noch ein paar Lehrer, die fehlen, wo man noch ein bisschen etwas zahlen sollte. Die verdienen etwa 1'000 Franken im Jahr. Umgerechnet. Im Jahr? Im Jahr. Das heisst nicht ganz 100 Franken im Monat? Nicht ganz 100 Franken. Eigentlich sind 100 Franken, aber in der Ferien verdienen sie überhaupt nichts. Otti, wenn du zurückschaust, was war dein Lebensmotto immer? Immer, du sagst jetzt immer, das ist nicht mehr genau das Gleiche wie jetzt. Das jetzt, das war, Lachen ist besser als Weinen. Oder Schmunzeln ist besser als Weinen. Das habe ich auch probiert, Bücher zu schreiben, die einem zum Schmunzeln animieren. Und das Lebensmotto, das schon angefangen hat in der Schule und das ganze Leben durch ist, das ist vielleicht die 3M. Ich meine jetzt wieder nicht die, die es auch gibt als Reklame, sondern motivieren macht es möglich. Andere Leute zu motivieren, alte, junge, Kind und Kegel,
Das ist schön. Und helfen Ihnen, das zu ermöglichen, was Sie träumen. Dank dem konnte ich das, weil ich zum Glück immer motivierbare Leute um mich herum hatte. Das liegt an dir. Herzlichen Dank, Otti. Und wir drücken den Daumen, dass ein paar Leute jetzt noch bei uns auf der Internetseite schauen und vielleicht eines von deinen Büchern kaufen. Das wäre schön. Alles Gute. Herzlichen Dank, Otti. Gib dir das mit. Ja, es tut gut, so Menschen zu begegnen. Die nicht nur auf gut Glück etwas machen, sondern auch überzeugt sind, dass sie eine Aufgabe haben. Meine Damen und Herren, der nächste Gast, den wir jetzt zu Besuch haben, der gilt so in eingeweihten Kreisen als Orchideenflüsterer. Ja, und das absolut mit Recht. Denn er ist einer der wenigen Experten in der Schweiz, was überhaupt fertig bringt. Aus munzig kleinen Samen von dieser exotischen Pflanze am Schluss solche fantastische Blütenpracht rauszuzaubern. In seinem Orchideenhaus im Zürcher Unterland stehen Tausende von verschiedenen Sorten und Pflanzen um. Und wir möchten jetzt zusammen mit euch und hauptsächlich mit ihm einen kleinen Blick hinter die Geheimnisse von diesen wunderbaren, farbenfrohen Freudenbringer setzen. Herzlich willkommen, Lukas Müller. Herr Müller, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Orchideen. Und wir haben hier riesige Pracht. Hat man manchmal das Gefühl, sie stehen ja fast als Trendpflanzen in jedem WC-Häuschen. Es sind aber immer die gleichen, immer weisse. Genau. Und es gibt so viele andere. Wie viele Sorten gibt es denn eigentlich? Eben Tausende. Also auf der ganzen Welt sind es 25'000 Naturformen. Plus noch all die Kreuzungen, genau, die man noch zusätzlich machen kann. In den letzten 5 Jahren ca. 10'000 verschiedene Phalaenopsis-Kreuzungen. Also eine riesige Vielfalt. Ja. Ihr selber habt in eurem Gewächshaus wie viel? Ca. 1'000 Naturformen, also wirklich so Einzelstück, die wir auch probieren zu vermehren und zu pflegen. Und dann einfach noch ein paar Tausend andere, die wir verkaufen. Mhm. Ja. Unglaublich. Jetzt, ja. Ich habe gesagt, ihr geltet als Orchideenflüsterer. Und zwar gelingt es euch, aus munzig kleinen Samen die fantastischen Blumen zu ziehen. Wieso ist das so kompliziert? Ja, der Grund ist einfach, im Vergleich zu anderen Pflanzen kann man die Orchideen nicht einfach den Samen und ein bisschen Erde streuen. Das funktioniert nicht, sondern sie haben andere Bedingungen. In der Natur haben sie einen Pilz, den sie dann zusammenarbeiten, der drin wächst. Also das heisst, wenn Samen von der Pflanze am Boden fallen, passiert gar nichts? Außer der Pilz ist dort. Genau. Genau. Also es braucht den Pilz. Ja, in der Natur. Das ist eine Symbiose. Ja, vor allem für die Orchidee. Mhm. Und was macht der Pilz mit diesen Samen? Der wächst eigentlich in Samen nie. Das ist ein Bedecktsamen. Wir sehen ihn ja da, oder? Dürfen Sie die Hand nehmen? Ja, ja, natürlich. Und also das sind jetzt... Ich tue das ein bisschen auf. Genau. Kann man das? Ja, oder das kann man schon. Stäubt dann ein bisschen. Stäubt. Aber ich kann es nicht aufmachen. Ist einfach also, sehr fein. Da drinnen sind die Samen. Die genau. Sehen eigentlich aus wie Pulver. Richtig. Und die fallen auf den Pilz und der macht schwupp. Schwupp, schwupp. Nicht so schnell, aber es geht dann ca. 2 bis 4 Monate. Bis dann mal etwas passiert, oder? Mhm. Also. Jetzt macht ihr das ohne Pilz bei euch daheim, nicht genau. In der Natur. Und genau. Wie machen wir das? Ja, wir köcheln da so ein Nährboden, so ein Schoppenflasche, sagen wir mal, für die kleinen Sämli. Und streuen dann die auf den Nährboden nur. Also, jetzt nehmt ihr da den Staub und tut den auf den Nährboden. Richtig. In die Flaschen rein. Richtig. Deckel zu. Deckel zu. Und die jabs nicht nach Luft. Die jabs nach Luft, aber es hat vorne ein Löchli drin, okay, wo der Luft-Wasser-Austausch stattfindet. Und wie lange geht es, bis man etwas sieht? Lang. Lang ist wie lang bei euch? Viel länger als ein Geranium. Ja. Bis man mal etwas sieht, es kommt ein auf die Sorte drauf an. In der Regel geht es etwa 2 bis 4 Monate, bis man nur mal sieht, dass irgendetwas ein grün wird. Und das ist jetzt schon wie lange in dieser Flasche, du sie wieder daher ist? Das ist sicher ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Und dann hat es einfach ein bisschen ja, Gras. Ein bisschen Gras. Mhm. Und was macht man damit? Dann nimmt man es raus, also wenn es fertig ist, so nach 1,5 Jahren. Es gibt aber auch solche, die schon in der Flasche blühen, muss man auch sagen. Mhm. Bei 25'000 Naturformen kommt natürlich alles vor, oder? Mhm. Wenn sie fertig sind, dann nimmt man es raus. Und dann kommt sie in die grösseren Flaschen, oder wie? Ja. Weniger zusammen in eine andere Flasche. Genau.
Umlegen, pikieren oder umlegen. Pikieren, sehr gut. Ja, ich habe mal als Gärtner geschafft. Ehrlich? Ja. Okay. Grosser Fan von Orchideen. Cool. Darum wollte ich sie jetzt lehren. Und dann, wie lange geht es, bis das erste Mal etwas rauskommt und blüht? Ja, also wenn wir jetzt gerade Phalaenopsis nehmen als Beispiel, bis man wirklich in Klima vom Samen vermehrt, das ist noch wichtig. Es gibt ja höhere Mieren und Klonen und alles, das ist ein bisschen schneller, oder? Beim Samen geht es einfach länger. Dafür ist beim Samen jede Orchidee ein Einzelstück. Ist das nicht super? Das ist toll. Ja, genau. Und das geht dann ca. 1,5 Jahre ist in dieser Flasche. Und bis wir dann die fertige Pflanze haben, nicht nur mit einem Stiel oder mit einer Rispe, sondern mit 3, 4, 5, 6 Rispen, geht es dann rund 4 bis 4,5 Jahre. Und dann entsteht die Vielfalt. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen einzelne Pflanzen anschauen. Also, meine, da sehe ich ja zum Beispiel gar nicht auf den ersten Blick, dass das eine Orchidee ist. Genau. Ich auch nicht. Dir auch nicht. Aber die wissen, wie sie heisst. Ich weiss, wie sie heisst. Das ist jetzt eine Mastevallia. Es gibt auch mehrere Arten von deren. Und gefällt mir einfach extrem gut, oder? Und es ist relativ einfach zum Vermehren. Schön, das merke ich mir. Und das sieht aus wie eine riesige Frauenschuhe. Richtig. Also man sieht ja die Frauenschuhe zwischen in der Landschaft und in den Bergen ist. Das ist jetzt ein asiatischer Typ. Den haben sie mal getauft auf Pinocchio. Pinocchio, ja, wegen der langen Nase. Genau, er wächst immer. Mhm. Etwas Spezielles. Ja. Und der hat wie aufgestellte Augsbrauen. Der hat einen verrückten Namen. Das ist, also, lateinisch heisst sie Psychopsis. Hat etwas mit Psychologie zu tun? Vielleicht. Ja. Apropos Psychologie. Ihr seid in einer Familie aufgewachsen, 10 Kinder. Ja. Hat die Familie im Gemüsebau geschafft. 11 Kinder. 11 Kinder sogar. Mit euch zusammen. Ja. Ja. Ihr seid eigentlich im Gemüse aufgewachsen. Ist so klar gewesen, dass ihr Gärtner werdet? Mehr oder weniger. Ich bin Gemüsegärtner geworden, ich habe Landschaftsgärtner gelernt. Bin einfach immer in dem Grün rein, habe ich mich ein bisschen bewegt. Oder? Mhm. Und dann irgendwann im Verlauf von meinem Leben bin ich dann eben auf die Orchidee gestoßen. Das möchte ich jetzt wissen, wie das gegangen ist. Aber ja, eben, wie das Leben so spielt. Eine Krise gehabt. Eine Krise gehabt, kann man so sagen. Mhm. Einfach alles ein bisschen zu viel gewesen. Und dann habe ich irgendwie gefunden, ich möchte Pause machen. Ich möchte einfach 3 Monate mal Zeit haben und einfach nicht arbeiten. Und so hat es eigentlich angefangen. Und meine Frau, das war mega cool, sie hat gefunden, hey, weißt du was, ich mache da gerade mit, oder? Dann seid ihr 3 Monate auf Weltreise? Nein, im schönen Hochfelden, in der Schweiz. Lieben. 3 Monate lang. Und sich selber erfahren, sozusagen. Genau. Aber jetzt ist immer noch keine Orchidee in diesem Familienleben. Ja, und dann hast du Zeit, oder? Und dann gehst du ein bisschen posten und so. Und dann irgendwann in so einem Grossverteiler, ich sage jetzt den Namen auch nicht, habe ich so einen Phalaenopsis gekauft, oder? Aber die weißen Langwilligen. Ja. Und der hat es nach der Ermo reingenommen. Voilà. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass man die vermehren kann und dass das irgendwie extrem spannend ist und so. Und heute haben wir das Internet. Und dann habe ich gefunden, jetzt befruchte ich mal so eine Blüte befruchten und schaue mal, was passiert. Und der? Ist etwas passiert. Und dann war die Wohnung in kürzester Zeit mit Orchideen vollgestopft, zur Freude von eurer Frau. Am Anfang schon zur Freude und dann irgendwann hat sie gesagt, du jetzt. Hat so die Ausmaße angenommen. Ja. Mhm. Ja. Und dann hat er euch auch gezügelt. Auch, ja. Dann habe ich mich in so ein Labor gebaut. Ich wollte die Pflanzen vermehren. Ja. Der Gärtner wollte immer vermehren. Oder? Und logisch. Dann habe ich mir probiert, so ein Labor zu bauen und habe dann Zeit dort unten verbracht. Und das ist, es war einfach eine gute Erfahrung, so nach einem halben Jahr dann die ersten keimfähigen Samen zu haben und dann das so zu erleben. Dann seid ihr wieder zurück zu euren Geschwistern? Nein, das war noch vorher. Dann bin ich nachher ins Thurgau raus. Da lernst du gewisse Leute kennen und so auf dieser Branche arbeiten. Und dann bin ich ins Thurgau raus, durfte dort eine Lehre machen in einer Orchideengärtnerei. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt, einen grossen Teil von meinem Wissen, das muss ich sagen. Ja, und dann bin ich 2,5 Jahre dort und dann irgendwie ist der Ruf gekommen, wieder heimzugehen. Und dann haben die Brüder gesagt, hey, wenn du kommst, dann machen wir irgendetwas Cooles da unten, oder? Und jetzt in der Zwischenzeit hat es wirklich ein ganzes Gewächshaus voll mit mehrheitlich selber gezogenen Orchideen von euch. Genau. Und die Frau ist glücklich, dass ihr es so durchgezogen habt. Ich denke es. Ja. Weiss sie gleich viel wie dir über Orchideen? Sie weiss erstaunlich viel Namen, so lateinische. Vielleicht auch in der Nacht manchmal, ich weiss es nicht warum, aber. Ja. Dürft ihr sie in der Nacht repetieren? Wahrscheinlich, kann man es nur so erklären. Mhm. Ja. Genau. Für euch jetzt, was passiert, wenn die Leute zu Besuch kommen und die Pflanzen sehen? Finde ich noch interessant. Was mit den Leuten passiert? Mhm.
Ja, für mich ist das Schönste, wenn sie dort kommen und finden, wow. Also, so wie wir jetzt. Genau. Wow, was da alles rum ist. Ich hoffe, ihr seht es auch daheim. Und ich möchte den Leuten Vielfalt. Nicht nur, also nur Fallen Opsis präsentieren, sondern wirklich, wow, da gibt es noch viel mehr. Oder? Ja. Und wenn der Funke springt, da passieren ganz schöne Sachen. Gebt mir noch zwei Ratschläge. Blüten sie abgeht, ich habe einen ohnmächtig langen Bengo in die Landschaft geschaut. Was mache ich damit? Abhauen? Ja. Abhauen. Ganz. Unger. Zum Beispiel. Gut. Dann habe ich das Gefühl, sie haben zu viel Wasser. An was sehe ich, ob sie genug haben oder zu wenig? Also wenn ihr jetzt ein durchsichtiges Töpfchen habt, ja, dann haben wir den grossen Vorteil, dass ihr die Wurzeln seht, oder? Jawohl. Und wie müssen sie aussehen? Schön saftig grün. Saftig grün. Das heisst. Und wenn sie braun sind, dann ist es Ende der Durst. Braun ist nicht mehr so gut. Ja. Silbrig heisst dann Durst. Silbrig heisst Durst. Voilà. Und dann mache ich was? Dann geben wir Wasser. Ja, logisch. Aber wie? Wie viel? Dann geben wir Wasser. Also das heisst, wir haben dann ganz einfach ein Kübeli. Oder ja. Am besten natürlich Regenwasser. Oder? Mhm. Sie kennt ja weder Nährsalz noch Kalk in der Natur raus. Und dann tauchen wir sie. Tauchen. Ja. Das ist einfach die beste Variante. Nicht 8 Stunden. Okay. Das ist eben keine Seerose. Sie wohnt auf den Bäumen oben, oder? Richtig. Ah, gut. Also, 2 bis 3 Minuten. 2 bis 3 Minuten. Tschack, innen raus. Innen, rausnehmen, abtropfen, zurückstellen. Für die nächsten 6 bis 10 Tage ist die Frage. Letzte kurze Frage. Meine machen so viele Luftwurzeln. Ja. Was mache ich mit denen? Sieht nicht schön aus. Denen gefällt es nicht mehr im Topf. Aha. Muss sie einen grösseren Topf haben? Nicht unbedingt, aber sie will umtopft werden. Neue Erde. Frisches Substrat. Okay. Nie also Orchideenerde kaufen, immer Orchideensubstrat. Gut. Geh heim, geh arbeiten. Danke vielmals. Herr Müller, vielen Dank für den Besuch. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Danke schön. Übrigens, meine Damen und Herren, meine Blumenliebe hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich ab nächster Woche am Donnerstag nach den 9 unterwegs bin, sozusagen als Blumenfritz, und möchte mit einer Sendung, die wir jetzt im Sommer zeigen, namens «Durch die Blumen» die ultimativen Geschichten erfahren, was sich denn eigentlich hinter einem Blumenstrauß versteckt. Und darum fühle ich all denen wild auf den Zahn, die irgendwo in einen Blumenladen reinkommen, und möchte wissen, was sie mir zu erzählen haben. Wird spannend. Ich hoffe, wir sehen uns dann, nach unserer Sendung wieder. Ja, und jetzt komme ich zu unserem letzten Gast. Der Sommer steht bevor. Wir machen hier im Studio Pause. Und alle haben natürlich zu viel. Jetzt wollte ich wissen, wie sieht die ultimative Wetterprognose für den Sommer aus? Also Bucheli und Bono hin oder her, Satellitenbilder interessieren uns nicht. Wir wollen nicht Prognosen auf gut Glück, sondern die, die wirklich zutreffen. Ja, und da haben wir jemanden. Wenn der den Schnee frisst, dann weiss er, wie der Winter wird. Und wenn er den Ameisen auf die Scheiche schaut, weiss er, wie der Sommer ist. Er ist nämlich der Muttataler Wetterprophet, der in seiner Kernkompetenz die absolut klar zutreffende Prognose macht für den nächsten Sommer. Herzlich willkommen, Martin Horat. Willkommen! Hallo, guten Abend, schön, dass du da bist. Also, beim Schneeschmöcken warst du erfolgreich. Wie hat er denn eigentlich diesen Winter geschmeckt? Am Herbst. Grüezi miteinander. Am Herbst hat er ein bisschen gesüsselt, der Schnee. Mhm. Und das zeigt eigentlich einen schneereichen Winter und einen niederschlagsreichen Winter. Wir haben ja lange Winter gehabt und ziemlich kalt, nicht überaus kalt. Danke. Gesüsselt hat er im Abgang. Ja, das spürt das nicht. Ich glaube, ich kann nicht drin, das merkt, wenn er süsselt. Ja, ich habe immer wieder probiert, aber ich habe es nicht geschmeckt. Ein extra Instinkt, und der muss auch ungeboren sein, den kann man nicht kaufen. Ja, und diesen Instinkt, den hast du ja mit einer ganz besonderen Zuneigung. Das ist so deine wirkliche Kompetenz in Sachen Ameisen. Dann schaust du tief in die Augen. Ja, das schaue ich tief in die Augen. Mhm. Und ich bin etwa Mitte April, wo nur bin ich bei ihnen innen gsi. Ah, du bist hier raufgehockt? Die haben eine Kaipenfrau, die sie mir gesehen haben. Ehrlich?
Die haben auch eine ausgesäuerte Frau, dann sein wieder so richtig beißen am Mensch. Das können sie aber wenig. Ja, genau. Das ist schockt ja nicht jeden Tag einen in den Haufen. Nicht jeden Zonen rein. Mhm. Jetzt aber, wie sieht man ihn an, wie der Sommer wird? Sie haben die Augen vertraut, sie haben geschillt. Ehrlich? Und das ist gezeigt, der Regensommer auch an Schillen. Wenn sie schillen, haben wir einen Regensommer. Du weißt aber auch an Scheichen noch mehr Details, oder? Wenn sie das sagen, ist mehr an einem Herbst, wenn sie dicke Oberschenkel haben, wenn sie Speck angesetzt haben, gibt es einen kalten Winter. Ja. Und das war der letzte Herbst, das hat zugetroffen. Das war Mitte Oktober, als ich Zonen rein bin. Und er ist gemerkt. Zugleich haben sie auch den Durchfall gehabt. Ehrlich? Und das zeigt den niederschlagsreichen Winter und das ist zugetroffen. Mhm. Also in dem Sinn, sie schillen, schauen von der Birne in die Schnitz. Was bedeutet das jetzt im Detail für unseren Sommer, Martin? Den Sommer habe ich auch, das gilt jetzt vom 1. Mai bis zum 20. Oktober. Mhm. Und ich habe einen Assenmeier prophezeit. Wir haben sehr einen Assenmeier selten. Und im Juni habe ich gesagt, dass er einen Assen anfängt. Mitte Juni habe ich Bremenwetter, kommt das wieder Zeit treffen. Bremenwetter ist was? Und die Bremen, das ist heiß. Ah. Im kalten Wetter sieht man keine Bremen. Ja, ja, ist richtig. Wetter, das ist ja. Jawohl, danke. Und Ende Juni haben wir eine schöne Wetterphase auch zu erwarten. Also das heisst, es gibt noch ein bisschen Sommer? Es gibt schon. Aber Anfang Juni haben wir veränderlich. Es fährt wieder auf ein Seichen, wie man sagt, regnen. Und Mitte Juli haben wir ziemlich Regen. Es ist ideales Wetter für die Schirmflicker. Finanziell werden die steinreich, der Sommer, die Schirmflicker. Okay, aha. Und Ende Juli haben wir schwül und ziemlich gewitterhaft, aber am 1. August gibt es keinen Sonnenbrand. Und dann haben wir drei Wochen lang viel Seichwetter und Nebelregen. Du, gibt es noch etwas anderes als Seichwetter? Ja, schön Wetter könnte sein. Ja, ja, gut, aber findet das statt? Ja, das ist aber gut, dass man einen fragen kann, der es weiss. Ja, richtig. Ja, darum haben wir die auch. Und da braucht es gescheite Männer dazu. Und Ende August haben wir aber ein paar schöne Tage. Ende August kommen ein paar schöne Tage. Ja, dafür gibt es ganz schöne Herbst zu erwarten. Okay. Und das wird im Herbst lang nicht einschneien, aber im August schneit es in der oberen Region wieder. Und im September, Oktober haben wir nicht viel Schnee zu erwarten. Schöne Herbst gibt es. Es ist toll, wenn man das aus den Namen aus den Augen kann lesen kann, oder? Ja, das ist ja. Da ist ein Geheimnis dabei, das ein anderer nicht lehren kann. Ich musste das selber lehren. Mhm. Ich weiss, ein alter Kollege von mir, ein Wetterprophet, hat auf die Waldhengste, wir sagen Waldhengste, dann Waldmeister. Waldhengste? Nein, sagen wir. Ja, genau. Und er hat auf das geschaut, aber er ist nur vorbeigelaufen. Er ist nicht drinnen geguckt. Dann habe ich gefragt, was siehst du denn? Dann hat er gesagt, ja, das muss sich selber einig lehren. Aber wenn man nicht drin hockt, kann man nichts ablesen. Dann hat man das Hunderte auf einmal. Und sie sind eher sehr anhängliche Tiere. Gell? Sie beißen schweinisch zu und zeichnen dem auch wow. Und die zeichnen dann nicht zu literweise, wegen dem versauft man nicht. Ja, ja, genau. Es gibt nur ein bisschen Flecken, gell? Ja, das kann man wieder etwas abwaschen mit der Zeit und Gelegenheit. Es geht alle etwa 14 Tage, bis man es verloren hat. Der Ameisenseich? Ja, ich meine, die Ameisen, die gehen nicht gerade wieder weg. Ah. Die sind sehr anhängig, die kleben da ein. Aber nach 14 Tagen hat man es wieder verloren. Aber wie fleissig musst du in den Haufen hocken? Da gehe ich wie bei Herbst und Frühling ein. Ah. Das langt, wenn man eins drin hockt. Ja, ja. Und dann hast du das im Griff? Dann hat man das im Griff und kann jedes Mal etwas dazu lernen. Ja, ja. Sie haben auch Mitte Mai hat mich das Radiowahl gefragt vom Kanton Graubünden, das Radio Grischa. Wieso soll sich der Schnee sehen, Mitte Mai? Dann habe ich gesagt,
Sie hatte krumme Beine und das zeigt einen Monat später Schnee und das ist auch eingetroffen. Alles darf ich jetzt nicht erzählen, es wird alles immer Wetterprofeten. Ja, genau. Also, halt noch ein paar Geheimnisse für dich. Herzlichen Dank, Martin, für die tolle Prognose. Also, wir müssen das Bikini einstampfen, den Regenschirm flicken und dann kommen wir gut durch den Sommer. Bikini bleibt einmal, das verfault nicht. Ja, genau. Martin Horat. Und jetzt kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, Majorette, Abmarsch! Und wir... Ja, wir laufen denen nachher, komm. Und wir sagen eins, einen schönen Sommer trotz dem Regenwetter. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Durch die Blumen und ich wünsche allen alles Gute. Tschüss zusammen.